Servus miteinander. Heute mache ich mit euch eine Schnitzelpfanne. Schnitzelpfanne, die könnt ihr schön vorbereiten, wenn ihr Geburtstag habt, wenn ihr wenig Zeit habt. Es ist einen Tag vorher zum Zubereiten möglich. Ihr könnt es über Nacht im Kühlschrank dann lassen und ziehen lassen oder nur für 2, 3 Stunden durchziehen lassen und am selbigen Tag backen. Ich finde, das Rezept ist einfach klasse. So. Schnitzelpfanne, da brauchen wir 4 bis 6 Schnitzel, je nachdem wie viele Personen ihr seid, verdoppelt es und nehmt einen großen Bräter oder ein Backblech. Bei mir reicht jetzt eine Auflaufform für meine 4 Schnitzel. So, dann brauchen wir 150 bis 200 Gramm Käse, je nachdem, ob ihr gern Käse esst. Je nachdem, ob ihr dann weniger oder mehr rein. Eine Zwiebel. 125 Gramm geräucherten Speck, dann brauchen wir 2 Stangen Borri, dann nehmen wir aber nur das Weiße, das Grüne, das können wir dann für was anderes verwenden und eingefrieren. Für dieses Rezept brauchen wir nur die weißen Stängel, die wir in Ringe schneiden. Dann haben wir 2 Becher Sahne, 1 Becher Schmand und 1 Bäckchen Jägersoße. Die Champignons, die habe ich jetzt nicht aus dem Supermarkt, die habe ich aus dem Wald, die habe ich noch eingefroren gehabt. Die verwende ich jetzt für meinen Schnitzel, ansonsten braucht er 400 Gramm bis 500 Gramm Champignons. Dann braucht er Paprikapulver, Curry, Salz, Pfeffer. Ein wenig Butter, um die Form auszufinden. So, jetzt erzähle ich da nimmer viel. Ich zeige euch jetzt, was ich treibe. Und das Rezept stelle ich wie immer in die Infobox. Da ist unterm Video ein, ja, da steht mehr, da drückt er drauf und dann geht die Infobox auf. So, bis zum Ende vom Video sage ich schon mal Tschüss. Unsere Schnitzelpfanne ist jetzt fertig. Wenn ihr sie nicht so dunkel haben wollt, dann stellt ihr den Herd wenig runter oder tut sie eher raus. Wie immer bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten, Zuschauen, dass ihr uns abonniert, eventuell liked und was dazu schreibt und viel Spaß beim Nachkochen. Einen schönen Tag wünscht euch Mimi und Wessi. Ciao!